Einen schönen guten Tag. Detlef Rüsink hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Heute zum zweiten Teil unseres Lichtblickes zum Thema Baden und Duschen mit und mit Menschen mit einer Demenzerkrankung. Bereits im vergangenen Monat kam der erste Teil, basierend auf einer Studie von Slane aus dem Jahre 1995, die in mehrerlei Hinsicht etwas Besonderes war. Der erste Punkt ist einfach, dass die Ergebnisse, obwohl sie 1995 eruiert worden sind, auch heute noch gültig sind oder zumindest diskutiert werden sollten. Und der zweite Grund ist einfach die Machart der Studie. Die war nämlich so, dass es einen Auftrag des Gesundheitsministeriums gab, in die Praxis doch einmal sich zusammenzusetzen in zwei großen Einrichtungen und dort zu überlegen, was gute Tipps und worauf man achten muss, wenn man Menschen mit einer Demenzerkrankung badet. Die sollten das dann aufschreiben und dann sind diese beiden Gruppen nochmal wieder zusammengenommen worden und dort hat man dann gemeinsam nochmal miteinander diskutiert und hat so etwas wie Leitlinien entwickelt. Diese Leitlinien sind dann von Forschern, von Pflegeforschern und Psychologen wie Sloane und anderen begleitet worden, die Entwicklung, und die haben die dann zusammengeschrieben und publiziert. Und das ist ganz bemerkenswert gewesen, denn das zeigt einfach, dass man sehr häufig Dinge aus der Praxis heraus entwickeln kann, denn die Praxis hat natürlich eine Menge Wissen und dieses Wissen wird häufig nicht abgerufen. Also im ersten Teil ging es darum, um Vorüberlegungen, warum wird jemand überhaupt geduscht oder gebadet. Was sind die Gründe dafür? Was sind gute oder vielleicht auch nicht so gute Gründe dafür? Und ich habe zum Schluss des Videos etwas umfangreicher davon erzählt, was diese Praktiker 95 entwickelt haben, nämlich wie müsste so ein Badezimmer oder so ein Duschraum aussehen? Ja, wie müssten die Rahmenbedingungen sein? Heute im zweiten Teil, der sich wieder mit den Ergebnissen von damals beschäftigt, geht es natürlich darum, dass das Ganze weiter individualisiert werden muss. Und mir geht es vor allen Dingen darum, wie so eine Individualisierung aussehen kann. Und da gibt es zwei Dinge, auf die ich heute eingehen will. Das ist nämlich zum einen, wie müsste denn die Kommunikation mit den Menschen mit Demenz aussehen? Worum geht es da? Wie sollte das gemacht werden? Welche Tipps gibt es dort? Und der zweite Teil, da geht es um besonders schwierige, spezielle Situationen. Und wie geht man damit um? So, also, ich hatte gerade schon einmal gesagt, Baden muss natürlich individualisiert werden, das steht über allem. Und bei unterschiedlichen Personen treten unterschiedliche Probleme auf, aber es sind natürlich auch unterschiedliche Ressourcen vorhanden. Also, jetzt gehen wir mal, also jetzt geht es um Kommunikationstechniken, die hören sich zum Teil natürlich sehr selbstverständlich an, aber zum Teil gibt es auch in meinen Augen zumindest diskussionswürdige Vorschläge und auch das können Sie tun. Sie können natürlich dieses Video auf unserem Blog www.dzla.de oder auf dem YouTube-Kanal, die Inhalte diskutieren. So. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht es um Vorschläge zur Kommunikation. Dort wird als erstes natürlich vorgeschlagen, eine ruhige, personale und sanfte Art und Weise der Kommunikation. Das heißt, wenn Sie jemanden baden oder duschen wollen, beeilen Sie sich nicht dabei, denn Sie wissen, Ihr Tempo überträgt sich auf denjenigen oder diejenige. Wenn Sie Widerstand spüren, verlangsamen Sie Ihr Tempo. Im Grunde geht es darauf, aufeinander sich einzuschwingen. Darum geht es. Oder wenn Sie starken Widerstand spüren, stoppen Sie. Wir gehen gleich noch darauf näher ein. Wichtig ist natürlich, erklären Sie, was Sie als nächstes tun. Und zum Beispiel beim Duschen ist das gut möglich oder auch bei der Ganzkörperpflege im Bett. Decken Sie die Teile des Körpers ab, an denen Sie jetzt gerade nicht mit demjenigen arbeiten. Ja, das hat natürlich viele gute Gründe, warum man das so tun sollte. Sie werden mir jetzt sagen, wenn Sie professionelle Pflegekraft sind, Sie haben das alles mal gelernt. Wenn Sie das sowieso alles so machen, ist das wunderbar. Ich möchte einfach nur noch mal diese Dinge vermerken. Ein zweiter Punkt, über den kann man diskutieren, ist das Ablenken. Ja? Das heißt, wenn die Leute Angst davor haben oder Sorge haben beim Baden oder Duschen, suchen Sie sich ein Thema, über welches Sie mit der Person sprechen können. Dazu braucht es natürlich die Kenntnis der Personen. Also wie ich das so oft schon gesagt habe, dass eine gute Pflege geht immer über ein Interesse an der Person. Das heißt, suchen Sie Themen, über die Sie mit demjenigen sprechen können. Überzeugen Sie denjenigen mit Geduld
Und bieten Sie einen Grund an, zum Beispiel, wenn jemand nicht baden will. Bieten Sie einen Grund an, sagen Sie, es ist einfach wieder Zeit, es ist eine Woche her, Ihre Haare sind etwas fettig, Sie sind doch sonst so jemand, der so sehr auf sich achtet. All das geht natürlich nur, indem Sie speziell mit dieser einen Person umgehen. Das heißt, nicht bei jedem funktioniert die gleiche Art der Überzeugung. In der Studie von Slane wird vorgeschlagen von Praktikern, dass man tatsächlich Anreden desjenigen, derjenigen benutzt, die auch von Familien benutzt werden. Also die schlagen sogar vor, dass man denjenigen mit Papa und so ähnlichem anspricht. Das ist sehr diskussionswürdig. Darüber werden wir sicherlich nochmal getrennt ein Video machen oder nochmal darüber sprechen, inwieweit man sich tatsächlich dieser besonderen Nähe von Familien bedienen darf. Andererseits wissen wir auch, dass in bestimmten Krisensituationen nur solche Anreden überhaupt wirken. Also da müssen wir nochmal drüber reden. Erklären Sie, kündigen Sie an, erklären Sie, warum Sie etwas machen und wie Sie etwas machen. Bieten Sie auch Belohnungen an. Wenn wir das jetzt geschafft haben, dann können wir doch danach das und das machen. Ja? Danach können wir das und das können wir einkaufen gehen. Danach können wir gemeinsam zum Kaffee trinken, in die Cafeteria gehen oder wie auch immer. Wichtig ist natürlich, wenn Sie etwas anbieten, auch wenn das eine Selbstverständlichkeit ist, dann sollten Sie das auch halten können. Es hat sich gezeigt, dass wenn es eben geht, es ist immer besser, wenn nur eine Person badet oder duscht, ja? Weil sonst kann es sehr schnell dazu kommen, dass jemand sich überfordert und bedrängt fühlt. Geben Sie vor allen Dingen positives Feedback, ja? Wie bei jedem anderen Menschen auch. Wenn etwas gut klappt, dann sagen Sie das auch und geben Sie eine Wahl. Sie wissen ja, dass ich ein großer Anhänger personenzentrierter Pflege bin. Und personenzentrierte Pflege bedeutet, dass man demjenigen sozusagen auch eine Selbstwirksamkeit zutraut. Das heißt, dass ein Mensch tatsächlich auch entscheiden kann. Nun sagen viele bei Demenzkranken, ich kann keine offenen Fragen stellen. Wenn die Demenz weit fortgeschritten ist, geht das auch häufig nicht. Aber sie könnten natürlich fragen, wollen sie diesen Rock tragen? Wollen sie diese Seife oder diese Seife? Riechen sie mal an dem oder an dem Schatten? Was finden Sie besser und so weiter. Was haben wir noch? Wenn es überhaupt nicht geht, weil die Stimmung schlecht ist, überfordern Sie denjenigen nicht, sondern kommen Sie einfach später wieder und probieren Sie es dann nochmal. Also es geht hier nicht um Zwang. Und natürlich ist es wichtig, und da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, was die Bezugspflegekräfte angeht. Bezugspflege kommt ja eigentlich von Beziehung und nicht, weil sozusagen von der letzten Bezugspflegekraft, die noch einen Platz frei hat, wenn jemand neu ins Heim einzieht, sondern es muss tatsächlich auch etwas zwischen den beiden passieren, nämlich Beziehung. Und insofern ist es von großer Bedeutung, wer das Baden durchführt, das Duschen durchführt, die Ganzkörperwaschung. Das sollte jemand sein, dem sehr stark vertraut wird von dieser Person. Im besten Falle, die Erfahrung zeigt, dass es meistens besser ist, wenn der oder diejenige gleichen Geschlechts ist. Oder was auch sehr gut ist und was man auch gut machen kann, wenn die Familien mitziehen, dann ist es nämlich, dass ein Familienmitglied das Baden übernimmt. Auch das finde ich eine sehr gute Idee und ich weiß auch, dass es Einrichtungen gibt, in denen das auch geschieht. Okay, jetzt gibt es ja besonders, das sind nur so ein paar Punkte, wie gesagt, es steht in dieser Studie noch viel mehr, aber das waren so ein paar wesentliche Punkte. Und jetzt möchte ich noch auf ein paar wesentliche Probleme eingehen, die beim Baden auftauchen können und Ihnen diese Vorschläge unterbreiten, was diese Menschen gesagt haben, wie man damit umgeht. Also, wenn jemand überhaupt nicht zum Baden gehen will, es geht immer darum, zunächst natürlich die Gründe herauszufinden. Häufig haben diese Personen schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn Sie in das erste Video reingucken, dann habe ich Ihnen gezeigt, wie man Ihnen berichtet, wie man eine gute Umgebung schafft für das Baden. Das wäre dann wichtig, wenn jemand gar nicht baden will. Die Art und Weise der Kommunikation, über die wir gerade gesprochen haben, ist natürlich wichtig. Und Sie müssen einfach, wie gesagt, die Gründe suchen. Das geht sehr gut über Fallarbeit. Wir selber haben im Dialogzentrum mehrere Beispiele von Fallarbeit gemacht und Videos. Wir werden das verlinken.
Wenn eine Person sich nicht ausziehen will, auch das kommt häufiger vor, dann hat das natürlich auch, also gehen Sie erstmal immer davon aus, dass Dinge Gründe haben, ja, aber dann denken Sie an die Umgebung, vielleicht will derjenige sich nicht ausziehen, weil es ihm nicht warm genug ist, weil ihm nicht komfortabel genug ist oder weil nicht genügend Privatheit für die Person geschaffen wird, ja. Nochmal, schauen Sie in das alte Video rein, dort habe ich Ihnen etwas berichtet darüber. Ziehen Sie oder helfen Sie der Person, sich nur Stück für Stück auszuziehen. Ja? Das ist auch ein Ratschlag, den Sie immer wieder hören wollen, wenn es zum Beispiel ums Duschen geht, dass man zunächst erst mit den Füßen anfängt, dann kann man obenrum noch weiter bekleidet sein. Ich komme da immer wieder drauf. Und das Beste ist natürlich, wenn die Person körperlich in der Lage ist und Sie sie dazu animieren, sich selbst entsprechend auszuziehen und es nicht für denjenigen oder diejenige zu übernehmen. Wenn jemand überhaupt nicht baden oder duschen will, dafür gibt es verschiedenste Gründe. Da gibt es sowohl körperliche als auch psychische Gründe. Also psychische Gründe könnten sein, dass derjenige einfach Angst davor hat, dass er sich bedrängt fühlt und ähnliches. Und physische Gründe könnten sein, weil ihm Baden Schmerzen verursacht, weil er friert oder was auch immer. Schauen Sie einfach, was für denjenigen diejenige am besten ist. Und manchmal tut es dann auch eben halt die Waschung im Bett. Fragen Sie aber auch danach, was demjenigen lieber ist. Das Duschen oder das Baden, das ist ein großer Unterschied. Es gibt Menschen, die haben Angst vor laufendem Wasser. Dazu zu sehen, wie eine Wanne zuläuft. Da bereiten Sie vorher das Bad gut vor. Lassen Sie das Wasser schon mal ein und ähnliches. Machen Sie kurz, gerade bei Menschen mit Demenz, kurze Anweisungen. Ja, keine langen Sätze, sondern kurze Anweisungen und kurze Berichte. Das hilft häufig auch. Besondere Wannen können helfen. Es gibt Wannen, die kosten natürlich ein Heidengeld. Die haben quasi eine Tür zum Einsteigen. Denn wenn jemand Schmerzen hat beim Bad betreten, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Wenn diejenigen frieren, ja natürlich, dann ist es erstmal so, dass wer friert, hat recht. Ja? Wenn einer sagt, mir ist kalt, dann ist ihm kalt, auch wenn sie es warm finden. Das ist aber sehr entscheidend. Ja. Es geht darum, wie der oder diejenige Person das selbst empfindet. Nicht? Also wenn Sie es auch warm finden, Sie sind ja auch die ganze Zeit in Wallung und am Machen und am Tun. Darum können trotzdem Menschen, alte Menschen vor allen Dingen, mit einer Demenz oder ohne einer Demenz frieren. Also müssen Sie einfach die Umgebung entsprechend herrichten. Was habe ich noch? Ich schaue gerade. Auch dort natürlich, wenn jemand friert, zum Beispiel beim Duschen, dann duschen Sie erst nur die Füße, lassen Sie obenrum noch etwas an und so weiter. Also es geht immer darum, sich individuell auf die Person einzustellen. Wenn Baden oder Duschen Schmerzen verursacht, das gleiche wie mit dem Frieren. Wenn jemand sagt, das tut mir weh, ich habe Schmerzen oder er äußert Schmerzen in irgendeiner Form, dann hat er die auch. Nicht unbedingt. Ja, also es ist einfach so, ja, Schmerz, wenn jemand sagt, er hat Schmerzen, dann hat er Schmerzen und dann habe ich nicht das Recht oder auch wie auch immer überhaupt die Macht, das auch nur anzuzweifeln. Das ist nochmal ganz entscheidend. Das heißt, manchmal hilft auch eine entsprechende Medikation, wenn jemand zum Beispiel gerne baden möchte, aber er hat vielleicht eine Arthrose und Dinge tun ihm sehr weh, wenn er in die Badewanne steigt. Vielleicht kann man in Absprache mit dem Arzt vorher eine Medikation geben, dass ihm das Ganze erleichtert, dass er dabei keine Schmerzen hat. Denken Sie auch dort an die Raumumgebung und denken Sie dort natürlich daran, an die Arbeit mit Liftern und Ähnlichem, was es dort gibt. Alles, wenn jemand große Schmerzen hat, ist alles, was Spannung im Körper verursacht, ist häufig schmerzfördernd. Darauf müssen Sie natürlich achten. Und ansonsten müssen Sie denjenigen dann eher im Bett waschen. Ich schaue gerade weiter. Schreien und Rufen beim Baden. Also zumeist ist Schreien und Rufen eine Reaktion auf etwas von außen. Ob das so beabsichtigt war oder nicht. Wenn jemand auf einmal beim Baden anfängt zu schreien, dann stoppen Sie den Vorgang. Ja, fragen Sie nach, was mit demjenigen los ist. Ursachen können sein, dass sich jemand erschrocken hat, dass die Situation auf einmal unangenehm ist, dass derjenige, weil sie ihn vielleicht angefasst hat, das Gefühl hatte, dass sie ihn greifen wollen und so weiter. Also nicht einfach weitermachen. Also es hilft natürlich, die Reize zu beschränken. Also nur eine Pflegekraft. Machen Sie langsam. Machen Sie das Licht nicht so grell. Machen Sie vielleicht ruhige Musik. All diese Dinge, die helfen, die Person herunterzubringen. Schlagen, drängeln, schubsen, auch das gibt es. Es ist ähnlich wie bei der Angst. Und häufig ist es eine Folge aus der Angst.
Manchmal hilft Körperkontakt herzustellen, manchmal müssen Sie einfach auf Abstand gehen, sprechen Sie denjenigen mit Namen an. Aber vor allen Dingen geht es darum, bei solch aggressiven Verhalten frühzeitig die Zeichen zu erkennen. Und die erkennen Sie natürlich nur, wenn Sie die Person kennen und sich darüber austauschen. Also das schauen Sie doch mal. Wir haben Menschen mit Demenz als nächsten Punkt, die greifen oder halten sich an Dingen fest. Denken Sie daran, nehmen Sie sich die Ohrringe raus, nehmen Sie sich Ketten ab, nehmen Sie die Uhr ab. Ich weiß, ich bin eigentlich kein Freund davon, dass Pflegekräfte keinen Schmuck tragen sollen, denn die sollen eine normale Umgebung mitgestalten und dazu gehört es auch dazu. Und, aber tatsächlich bei solchen Aktionen wie dem Baden oder Körperpflege, da macht es tatsächlich Sinn, auf diese Dinge zu verzichten. Also Ohrringe, Ketten, Uhren, Brillen und so weiter. Häufig, wenn jemand immer nach etwas greift, der will ja ihnen ja häufig nichts Böses. Und manchmal hat es auch gar nichts mit Angst oder Bedrängtheit zu tun, sondern es ist eher was Reflexartiges. Dann geben sie demjenigen etwas in die Hand. Ja? Das kann ein Handtuch sein. Ich habe gelesen in dieser Studie, die schlugen vor, ein Strumpf mit Tennisbällen drin und so weiter. Häufig ist das ein Zeichen von Angst. Und wenn man auf diese Art und Weise ablenken kann, dass jemand sich festhält an etwas, dann ist das doch wunderbar. Und denken Sie dran, dass Sie ankündigen, was Sie als nächstes tun. So, das waren jetzt nur Ausschnitte daraus, wie diese Leute um Sloane und vor allen Dingen die Praktiker empfehlen, wie man in bestimmten Situationen mit diesen Situationen beim Baden und Duschen umgehen soll. Das andere, was ich zuvor gesagt habe, waren Tipps zur Kommunikation. Leider habe ich immer noch keine Stelle gefunden, wo Sie diese Studie komplett frei erhalten können. Das meiste daraus habe ich Ihnen jetzt berichtet und erzählt. Wir können uns aber gerne auch weiterhin dazu austauschen, denn ich denke, da haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Ja? Aber trotzdem, auch wenn man vieles weiß und vieles richtig macht, macht es manchmal Sinn, das nochmal im Hinterkopf zu haben. Ich finde weiterhin bedenklich, diese Idee, eine Person mit Demenz auf einmal mit Papa anzusprechen, weil man weiß, dass die darauf gut reagiert. Andererseits kann ich die Not derer verstehen, die es tun. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Da ging es um den Umgang mit Wahn und Halluzinationen und inwieweit man dort einschränken kann. Genau, das Video, was ich gemacht habe zum Thema Lügen. Lügen bei Demenz, da setze ich mich damit nochmal auseinander. Auch das passt gut dazu. Ich habe eine letzte schlechte Nachricht. Ich hatte am Ende des letzten Videos versprochen, dass ich die Studie heraussuchen will, in der empfohlen wird, ein Gläschen Sekt mit in die Wanne zu nehmen, weil das dann einfach, weil es natürlich auch ein Event ist. Ich habe sie immer noch nicht gefunden. Nichtsdestotrotz spricht überhaupt nichts dagegen, sich das Baden so angenehm wie möglich zu machen. Ja, also es geht darum, das ist einfach ein Event, das ist ein Ereignis und kann etwas wunderschönes sein. In diesem Sinne, Ihnen auch etwas wunderschönes. Ich verabschiede mich von Ihnen, sage bis zum nächsten Lichtblick oder zu einem nächsten Beitrag und ansonsten wünsche ich Ihnen wie immer, machen Sie weiterhin einen Unterschied. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing.